Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Rede, die wir eben von der Frau Zimmermann gehört haben, denke ich, das war eine Rede, die hätte man Anfang der 90er Jahre halten können, als es die Pflegeversicherung noch nicht gab. Und dann haben wir jetzt seit 20 Jahren einen großen Segen durch die Pflegeversicherung. Und wir haben in dieser Legislaturperiode durch unsere bisherigen Gesetzgebungen die größte finanzielle Veränderung herbeigeführt, die es jemals in der sozialen Versicherung gegeben hat in Deutschland. Und ich denke, das muss man auch mal anerkennen. Wir haben die Leistungen deutlich verbessert. Wir haben sie flexibler gemacht. Wir haben Pflegebedürftigkeit neu definiert. Wir haben Demenzkranke gleichgestellt, eine große Gerechtigkeitslücke beseitigt und all denen Bestandsschutz zugesichert, die heute schon pflegebedürftig sind, sodass also niemand schlechter gestellt wird, aber viele, viele deutlich besser gestellt werden. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und ich möchte, bevor ich in die Details des PSG 3 einsteige, einfach noch mal ein Bekenntnis abgeben zu den Gesundheitsberufen. Wir stehen hinter der Modellklausel. Wir wollen die Gesundheitsberufe stärken. Und ich bin der festen Überzeugung und meine Fraktion mit mir, dass also eine gute Gesundheitsversorgung in der Zukunft eine gute Vernetzung von Kompetenzen ist. Und deshalb wollen wir die Gesundheitsberufe stärken und vertrauen auch auf ihre Kompetenzen. Das PSG 2 beinhaltet bereits Beratungsaufträge für die Kassen. Und mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eines PSG 3 übertragen wir den Kommunen zusätzliche Beratungsaufgaben, indem wir die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege umsetzen. Zusammen mit den Flexibilisierungen, die wir mit dem PSG 1 und dem PSG 2 bereits geschaffen haben, werden die zusätzlichen Angebote der Kommunen, und hier denke ich an eine gute Vernetzung mit den Seniorenbeiräten, der Altenhilfe, der Mehrgenerationenhäusern, den Pflegestützpunkten, eine aufsuchende und umfassende Beratung für Pflegebedürftige und deren Familien angeboten. Auf diese Weise kann in jedem einzelnen Fall ein individuelles Paket geschnürt werden, das optimal auf die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen und deren Familien zugeschnitten ist. Damit tragen wir zugleich dazu bei, pflegebedürftigen Menschen so lange wie irgend möglich ihre vertraute Umgebung zu erhalten. Ausdrücklich begrüße ich auch die zusätzlichen Anreize für niederschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Meine Damen und Herren, ein klares Wort zu Fragen der Qualitätskontrollen. Sie dürfen nicht zum Schaden der Pflegeversicherung verhindert werden. Wer Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung erhält, muss bereit sein, die erbrachten Leistungen auf ihre Qualität hin überprüfen zu lassen. Wer solche Überprüfungen nicht zustimmt, hat sein Recht verwirkt, Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung zu erhalten. Deshalb verschärfen wir die Kontrollen, damit Pflegebedürftige ihre Familien und die Pflegekräfte besser vor betrügerischen Pflegediensten geschützt werden. Im weiteren Verfahren werden wir ferner darauf zu achten haben, dass sich die kommunalen Haushalte nicht zulasten der Pflegeversicherung ihrer Aufgaben aus der Eingliederungshilfe entledigen. Die Beitragsgelder der Versicherten sind für gute Pflege gedacht und für nichts anderes. Sie sind nicht dazu da, die kommunalen Haushalte zu entlasten. Deshalb bestehen wir auf eindeutige Abgrenzungsregelungen an den Schnittstellen zwischen Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe. Meine Damen und Herren, mit Blick auf die drei Pflegestärkungsgesetze soll nicht unerwähnt bleiben, dass wir bei allen Gesundheitsgesetzen in dieser Legislaturperiode flankierende Regelungen getroffen haben,
um also die Pflegelandschaft insgesamt zu verbessern und rund zu erneuern. Ich erinnere hier an den Bürokratieabbau, den Pflege-TÜV, die Medikamentensicherheit oder an das Palliativ- und Hospizgesetz. Durch das E-Health-Gesetz haben gerade Senioren und Pflegebedürftige ab dem 1. Oktober, also in wenigen Tagen, einen verbrieften Anspruch auf einen einheitlichen Medikationsplan. Die Menschen in Deutschland haben Zugang zu einem spürbar besseren Hospizdienst und einer flächendeckenden Palliativversorgung. Wir halten unsere Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Und mit den gesetzlichen Neuregelungen in Sachen Heil- und Hilfsmittel stellen wir sicher, dass Pflegebedürftige Anspruch auf eine anständige Versorgung haben und nicht länger der schlechten Qualität von Windeln und Rollstühlen ausgesetzt sind. Wir haben in der Koalition zu Beginn der Legislaturperiode mehr Qualität, mehr Geld, mehr Betreuung und mehr Hände für gute Pflege in unserem Land versprochen, und wir halten Wort. Und ich wiederhole meine bereits früher getroffenen Feststellungen, dass wir in dieser Legislaturperiode in allen Gesetzen im Gesundheitsbereich den Versuch unternommen haben, der uns auch gelungen ist, eine Runderneuerung der Pflege sicherzustellen. Das ist eine große Kraftanstrengung gewesen, und ich finde, darauf können wir stolz sein, denn es handelt sich über 20 Jahre nach der Einführung bei dem Gesamtpaket, was wir abgeliefert haben, um nichts Geringeres als einen Quantensprung in der sozialen Pflegeversicherung. Und hier danke ich auch dem Ministerium, ganz besonders der Frau Staatssekretärin Ingrid Fischbach, dass sie diesen Quantensprung auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Heike Behrens für die SPD-Fraktion das Wort.